Hallo und grüezi. Ihr seht mich heute im Schweizer Alpentarn. Das hat folgenden Grund. Heute geht es um was Militärisches aus der Schweiz. Ich habe ja schon vorgestellt, das Handbuch für Wehrpflichtige von der Bundeswehr oder auch den Reibert, das deutsche Militärhandbuch. Und heute soll es um das Soldatenbuch aus der Schweiz gehen. Das war in dem Paket, das mir der Simon vor 3 Wochen aus der Schweiz zukommen hat lassen. Ich habe es mir jetzt mal angeschaut und war begeistert als Künstler, besonders von den grafischen Arbeiten in dem Buch. Das ist von 1958 oder 59, das Buch. Ist noch top erhalten. Schön in so einem griffigen, ich weiß nicht, ob es Kunststoffeinband ist. Und ich habe mir da ein paar Marker reingemacht. Ich will euch ein paar Sachen zeigen. Das ganze Buch kann ich euch natürlich nicht vorlesen und zeigen, aber ich will euch das mal ein bisschen näher bringen. Vorn ist einmal allgemein ist das Vorwort und Wilhelm Tell, der Schweizer Nationalheld und der Rütli-Schwur und der Schweizer Fahneneid. Den Schweizer Fahneneid, den werde ich euch mal kurz vorlesen. Eidesformel der Schweizer Armee. Es schwören oder geloben die Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, der Eidgenossenschaft Treue zu halten, für die Verteidigung des Vaterlandes und seiner Verfassung Leib und Leben aufzuopfern, die Fahne niemals zu verlassen, die Militärgesetze getreulich zu befolgen, den Befehlen der Oberen genauen und pünktlichen Gehorsam zu leisten, strenge Manneszucht zu beachten und alles zu tun, was die Ehre und die Freiheit des Vaterlands erfordert. Ich schwöre es oder ich gelobe es. Das war der Schweizer Fahneneid. Ob der heute noch wortmäßig genauso ist, weiß ich nicht. Das können wir vielleicht die Schweizer sagen. Hier ist auch so der Bürger und Soldat. Das ist auch so ein Standbein des Schweizer Militärs, dass jeder Bürger auch der Wehrpflicht unterliegt, ab dem 20. Lebensjahr damals, also auch das Wahlrecht erhalten hat. Und wie gesagt, das Buch ist sehr toll aufgebaut. Es sind sehr tolle grafische Arbeiten drin. Mit so Piktogrammen, so im Comic-Stil ein bisschen. Den Kopf gebrauchen. Habe ich Verbindung? Bin ich unter feindlicher Beobachtung? Wie groß ist die Distanz? Wo ist die Deckung? Wie kann ich den Gegner täuschen? Habe ich Munition? Habe ich eine Wechselstellung? Wann beginnt der Angriff? Hier so als kleines Comic gezeichnet. Es behandelt also das ganze Soldatenleben, das Zusammenleben, die Sauberkeit, die Ordnung, wie man Wache schiebt, wie man seine Waffen pflegt. Hier mal der unsaubere Soldat und der saubere Soldat. Aber auch die innere Führung, der Weg einer Beschwerde, so wie er auch bei der Bundeswehr gelehrt worden ist. Ein Beispiel: Du bist überzeugt, dass dich ein Vorgesetzter herabwürdigend behandelt hat. Der erste Schritt, wenn es irgendwie möglich ist, schlafe vorerst darüber. Also keine Spontanhandlungen vornehmen. Bitte einen erfahrenen Kameraden um seine Ansicht, weil dieser die Angelegenheit besser überblicken kann. Also von eine neutrale Sicht nochmal zu Worte kommen lassen. Der nächste Schritt, die dienstliche Unterredung. Man kann den Vorgesetzten mündlich oder schriftlich darum bitten. Eine wichtige Voraussetzung bei der gegenseitigen Aussprache ist die vollständige Selbstbeherrschung. Weder du noch dein Vorgesetzter dürfen sich gehen lassen. Und der letzte Schritt, wenn alles nicht fruchtet, die Beschwerde, die erhoben wird, wenn die dienstliche Unterredung zu keiner Lösung geführt hat oder auf eine dienstliche Unterredung ausnahmsweise verzichtet worden ist. Finde ich sehr interessant. Ja, sehr umfangreich. Das Schweizer Militärwesen ist ein bisschen anders, milizmäßig auch aufgebaut. Jeder
wehrfähige Bürger, der seinen Dienst abgeleistet hat, bekommt sein Gewehr mit nach Hause. Es ist ständig ein großes stehendes Heer zur Verfügung. Hier ein bisschen so ist das die körperliche Fitness dargestellt. Aber auch andere Sachen werden behandelt. Zum Beispiel die Propaganda, die Bevölkerung im besetzten Gebiet, wie die unter Angst gesetzt wird. Also alle Szenarien, die in einem Krieg passieren können. Die Bekämpfung von Panzer und die Panzervernichtung ist natürlich nicht bloß im Bild dargestellt, sondern nachher auch beschrieben. Das Ganze 1958. Wird der Häuserkampf beschrieben, der Nahkampf, der Waldkampf, alles ist in dem Buch drin. Wir treten an zum Nahkampf. Die letzte Entscheidung fällt im Nahkampf. Nicht Atomkräfte und Panzer noch Flieger genügen, um ein Volk niederzuringen und ein Land endgültig zu besetzen. Solange sein Kampfeswille einer Mannschaft lebt, besteht Widerstand und Hoffnung. Ja, ich liebe das ja, wenn es so toll illustriert ist. Ich finde das klasse. Kämpfen bei Nacht. Unhörbar und sichtbar. Ein Klappern, Tarnen. Leicht und verständlich dargestellt. Wir kämpfen im Ort. Also, auch Maßnahmen, um unseren Ort zu befestigen. Oder auch wie man in einem Haus vorgeht, wie man Haus durchkämmt. Also wirklich ganz toll das Buch. Gerade auch so Themen wie der Waldkampf. Das ist zum Beispiel, glaube ich, in dem Reibert oder so nicht genau beschrieben. Es ist anders aufgebaut, das Buch. Hier sind tatsächlich militärische Taktiken beschrieben. Widerstandstaktiken. Die Schweiz war schon immer darauf ausgelegt, auch Guerillakrieg zu führen, anhand von natürlich auch von ihrer Topografie, von ihrer Berglandschaft und von ihrer Größe. Ja, hochinteressant, vorher noch nie gesehen. Ich werde das mal komplett durchlesen. Ich habe es jetzt bloß mal überflogen. Auf die Schnelle. Marschtüchtig sein und bleiben. Also lauter wichtige Themen für Soldaten. Da gibt es noch ein anderes Buch in der Schweiz, das in den 60er und 70er Jahren verkauft wurde, auch in den Unteroffiziersheimen. Das ist von einem Schweizer Offizier gemacht und das geht noch viel, viel weiter als das Handbuch hier. Das ist dirigierend eine Anleitung zum Guerillakampf. Die Schweizer haben da viel gelernt, auch aus Konflikten, angefangen vom Zweiten Weltkrieg über den Vietnamkrieg, und haben das in ihre Militärtaktik einfließen lassen. Wie es mittlerweile ist, weiß ich nicht, wie sich das geändert hat, aber in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren ist es noch so gewesen. Ja, wenn die Schweizer ein bisschen was noch zu berichten haben, gerne, über das Schweizer Militärwesen. Das war's für heute mit dem Thema das Soldatenbuch von 1958.
Servus, ciao und auf Wiederlurge. Bis zum nächsten Mal.